Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Und damit willkommen zu Lego Star Wars und der Waren der Macht. Ein Spiel, was ich bereits schon damals mal Let's Played hatte, also es ist nicht das Neue, wie jetzt wahrscheinlich einige denken mögen, wie auch immer. Es ist noch das Alte. Und warum spiele ich das? Ganz einfach, weil ich Bock drauf hatte und weil ich jetzt auch ein bisschen Zeit habe, um das noch ein bisschen mit euch zu spielen. Und ja. Das Spiel ist ja auch schon wieder relativ alt, ich glaube so 3, 4, 5 Jahre schon mindestens, also wie schnell wirklich die Zeit vergangen ist. Ich hatte es ja damals zu Release mal angefangen gehabt und dann ja eine lange Zeit abgebrochen gehabt, weil mein Rechner dafür jetzt einfach nicht gut genug war, bis ich eigentlich diese hatte und ich das Spiel eigentlich ordentlich und flüssig spielen konnte. Und ja, jetzt habe ich vorgehabt, das Ganze einfach mal neu zu spielen, ein bisschen schöner, noch nicht, ein bisschen besser. Ich habe mich wie immer vorher nicht irgendwie mal orientiert oder so, oder ich habe vorher auch nichts nachgeschaut. Das Ganze ist jetzt mehr oder weniger blind. Hier geht natürlich auch direkt die Episode 7 Musik los. Es gab ja kein Spiel für Episode 8 und auch für Episode 9 gibt es dann ja nur das komplette Spiel dann nachher. Also Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Und nur als Hinweis für alle, die jetzt denken, das ist nicht das neue Spiel, also es ist das alte. Aber trotzdem ist es wirklich sehr, sehr geil. Wir starten einfach mal ein neues Spiel, würde ich sagen. Hier sieht man auch noch meinen alten Spielstand. Müsste man das mal so sehen. Genau, hier 1 ist mein Alter, der ist 100%. Vom 22.01.2017 hatten wir den gespielt gehabt. Das müsste wahrscheinlich das letzte Mal Spiel gewesen sein, oder wo ich angefangen habe, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall schon ein bisschen her. 3 Jahre. Über 3 Jahre. Aber ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier den zweiten. Zack. Ich weiß gar nicht, wird der online gespeichert? Und der wird sogar online gespeichert, ne? Ja, auch sehr praktisch. Star Wars. Prolog. Die Schlacht von Endor. Lange vor Luke Skywalkers Verschwinden und dem Entstehen der Ersten Ordnung bereitet sich das tyrannistische Imperium darauf vor, die Rebellenallianz ein für alle Mal zu zerstören. Die Rebellenflotte nähert sich dem zweiten Todesstern. Und Luke Skywalker hat sich dem Imperator ergeben und darf Vader ein letztes Mal gegenüberzustehen. Han Solos Kommandotruppe ist auf dem Weg zum imperialen Schildgenerator auf Endor, doch die Rebellen werden in eine Falle gelockt. Wie immer werde ich die Musik natürlich anpassen. Leider kann ich sie auch nicht leiser stellen. Das ist immer das Problem bei Lego-Spielen. Man kann die Musik nicht leiser stellen. Willkommen, junger Skywalker. Ich freue mich schon, deine Ausbildung abzuschließen. Bald wirst auch du mich Meister nennen. Ihr irrt euch diesmal gewaltig. Denn ich könnte nicht bekehren wie einst meinen Vater. Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten, mein Sohn. Natürlich immer die guten alten Lego-Gags. Deine Freunde werden in eine Falle geraten, wie die Rebellenflotte. Möge die Macht mit uns sein. Irgendwas muss auf dem Monitor erscheinen, ob aktiviert oder nicht. Die blockieren die Sensoren, wissen die, dass wir kommen? Angriff abbrechen! Schild noch aktiv! Eine Falle! Ein altbekannter Spruch. Ich habe dir gesagt, es ist gefährlich hier. Na komm, wo bleibt dein Optimismus? Hallo, hier drüben! Sucht ihr vielleicht nach mir? Trompeten einfach. Schwein! Geil. Ach, die guten Einlegungen werden einfach nicht schlecht. Ich weiß. Oder auch das ist Episode 5. Also, ich muss aber ganz kurz mal gucken wegen dem Ton, ob der richtig eingestellt ist. Sekunde. So,
So, ich habe jetzt noch mal kurz die Sprache noch ein bisschen lauter gestellt. Ich hoffe, das zählt als Geräusch lautstärker. Das finde ich das Problem. Musik kann man nur an- oder ausmachen. Aber es geht eben nicht eine bestimmte Zahl. Ich habe jetzt mal die Geräuschlautstärke auf 2 von 10 gestellt. Ich denke mal, das wird ausreichen. Das war eigentlich auch relativ passend. So, wir starten nämlich nicht in Episode 7, wie man sich jetzt wahrscheinlich denken könnte. Wir starten in Episode 6. Und das finde ich auch wieder eine sehr, sehr geile, schon an der Stelle eine sehr geile Neuerung in diesem Spiel. Wir starten nämlich nicht direkt, ich sag mal so, mitten ins Geschehen rein, sondern wir kriegen einen kleinen Rückblick. Das könnte natürlich auch ein Teil sein, den wir dann im neuen Spiel hier sehen, dieses Level. Und das ist alles schon ein Grund, weshalb ich dieses Spiel auf jeden Fall auch nochmal vorher spielen möchte. Wie gesagt, ich möchte ja auf jeden Fall auch dann Lego Star Wars die Skywalker Saga auch spielen. Und das hier war auch das, glaube ich, erste Lego Star Wars Spiel, was eine Sprachunterlage hatte. Und ihr wisst ja, ich bin wirklich ein Fan von sowas. Ich finde sowas sehr, sehr geil, weil es einfach so gut passt. Es reicht doch mit den Lego-Gags zusammen, da können sie einfach so eine gute Sache draus machen. Und diese Grafik, die man sich jetzt gerade sieht, die nochmal in für alle Episoden, das ist einfach ein Traum. Das ist einfach bestimmt sowas von schick und geil. Wenn man das jetzt mal mit der Saga von komplette Saga, mit der Grafik von komplette Saga vergleicht, sieht man schon deutlich Unterschied. Mit Hilfe von Multisets kannst du aus einem Haufen von Legosteinen mehrere Gegenstände bauen. Alles klar, jetzt könntest du nach rechts oder nach links bauen. Das ist, glaube ich, hier egal an der Stelle. Da oben liegt auch schon unser erstes Medikit. Okay, hier kriegt man, glaube ich, Infos. Und das zerschlägt, genau. Halte J gedrückt, wenn du auf Lego hüpfen springst, um höhere gelegte Gebiete zu erreichen. Genau so. Das ist unser erstes Medikit. Wenn du alle Lego Minikits in einem Level sammelst, wird ein neues Fahrzeug für deine Sammlung freigeschaltet. Ob wir das machen, weiß ich noch gar nicht, ob wir das machen wollen. Bisher habe ich es ehrlich gesagt vor, weil ich glaube, die Zeit sollte das erreichen. Ich habe gesehen, ich habe eine 30 Stunden Spielzeit, minus noch das, was ich so gesehen abgebrochen hatte. Also da kommt noch mal einiges dazu. Und das war ja wirklich schon relativ viel. Ich denke mal so, ja, ich sag mal so, ein, zwei Wochen sollte ich das schon in der Story mindestens sitzen. Ich möchte ja auch nicht durchwaschen oder so. Und ich werde das diesmal auch so machen, dass ich die Folge komplett aufnehme und dann gleich große Parts teile, also nicht so wie letztes Mal, wo ich dann einfach immer wieder gestoppt habe, weil ich weiß nämlich auch nicht, wo die Levels enden und dann nachher eine Folge zu haben, die nur ein paar Sekunden geht. Warte mal, hier komme ich gar nicht weiter. Ist dann auch doof. Von daher werde ich das Ganze ein Level immer komplett aufnehmen und dann in gleich große Stücke schneiden. Ihr versteht, was ich meine. Hallo, ich drück doch J. Ich glaube, ich muss rechtzeitig drücken, ne? Ich komme da nicht hoch, Alter. Zu blöd dazu. Ich bin zu blöd dazu, warte mal. Spring da hoch, Mann! Oder muss ich in der Mitte stehen? Ich komm da nicht hoch! Da muss ich irgendwie... Jetzt aber... Echt zum Glück dazu? Komm! Jetzt komm da hoch, Mann! Jetzt mal... Was ist denn das jetzt hier? Jetzt fehlen wir direkt schon in der ersten Folge. Jetzt aber, ist das irgendwie verbuggt hier oder so? Oder bin ich einfach nur gerade zum Glück dazu? Den Tipp kennen wir schon. Also an diesen Konsole mit dem Fragezeichen kriegt man Tipps. Was soll denn der Scheiß? Komme ich jetzt hier nicht hoch, oder was? Wo komme ich hier nicht hoch? Da bin ich zu blöd. Das warte, ich baue das mal auf. Ich komme da nicht hoch. Ich weiß gar nicht, wie ich gerade auf die J-Taste hämmer. Das funktioniert einfach nicht. Ich komme da nicht hoch. Haben wir jetzt hier schon die ersten Bugs, oder bin ich einfach nur zu blöd dazu? Oder muss ich jetzt gedrückt halten? Das geht auch nicht. Geht ja gut los schon mal die Folge, also besser hätte es gar nicht losgehen können. Warum komme ich denn da nicht hoch? Ich verstehe es nicht. Na endlich! Willst du jetzt einen Orden dafür haben? Das wird dann Spaß. Okay, das können wir hoch runterziehen mit K. Wird wahrscheinlich auch dem Tipp da gestanden haben. Wir haben Wicket freigeschaltet. Den können wir jetzt anscheinend auch spielen. Ich muss sagen, ich habe das Spiel auch zwischendurch kein einziges Mal weitergespielt. Du kannst am anderen Charakter wechseln, den man umdrückt. Okay, das kennt man ja. Aber wirklich, dieses Spiel ist wirklich ein wunderschönes Spiel. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von dem Spiel haltet. Jetzt unabhängig davon, was man von Episode 7 hält. Das Spiel ist einfach spitze. Sagen wir es mal so, wie es ist. So, was sagt mir der Typ da? Kleine Charaktere wie Wicket können Luken verwenden. Ja, das wird hier zum Beispiel auch Luke Skywalker. Das ist ein Witz. Habt ihr alle gelacht, oder? Nein. Okay, das können wir runterschieben, das weiß ich auch noch. Da oben stehen ein paar Sturmtruppen, aber frag mich nicht, wie ich die kriegen soll. Sag mir das Teil da.
Nur starke Charaktere wie Chewbacca können an Lego-Griffen wie diesen ziehen. Stimmt, hier gab es so viele verschiedene Fähigkeiten. Warte mal, das kann ich daran bauen. Dann komme ich nämlich an das. An den roten Stein ran. Kommt der da auch ran? Ja. Ich weiß auch nicht genau, was jetzt hier der Trick ist, um da richtig durchzukommen. Typisch, die nerven mich irgendwie. Ich kann sie von hier aus nicht treffen. Nee. War wirklich die Grafik mega, mega scharf. Und auch mega, mega schick. Und vor allen Dingen, das Spiel ist auch wirklich sehr, sehr abwechslungsreich, was die Level angeht. Also wirklich ein wunderbares Spiel. So. Erste Seite haben wir. Hier müssen wir anscheinend den AT-ST, der sich auch nicht da wegbewegt, killen. Ich glaube, mit K kann ich die, glaube ich, auch wieder so ganz komisch nehmen. Hier an den blauen Stein komme ich nicht mehr ran. Ich möchte natürlich möglichst versuchen, an den wahren Jedi zu kommen, ob wir das später so oder so machen würden. Okay, das scheint relativ einfach zu sein. Muss ich nämlich nur rausziehen. Und dann wahrscheinlich gehen die Dinger dann gleichzeitig los. Wie im Film so gesehen. Was ich übrigens auch sehr, sehr geil finden würde, wäre eine neue Version von Lego Star Wars 3 The Clone Wars. Sowie ein Lego The Mandalorian. Vielleicht gibt es das denn ja sogar als Erweiterung. Also ich würde es auf jeden Fall mega, mega feiern. Ich glaube, die Mandalorian-Fans würden das wahrscheinlich auch feiern, was da sowieso die meisten sind. Also ich denke mal, die meisten würden das auch sowas von feiern. Okay, jetzt gibt es hier wieder dieses Z. Tut doch Z. Gab es hier noch irgendeine Taste, die man drücken konnte? Es gab auch irgendeine andere Taste, die man drücken konnte. Ah ja, J war's. Genau. Das ist ein bisschen einfacher. Das ist nämlich auch was Neues. Ein sogenannter Deckungsmodus, dass wir jetzt einfach hier so gesehen in Deckung kommen. Bei dem ersten Level versuchen sie auch möglichst immer relativ viel mit reinzubringen in das Level. Viele verschiedene Elemente, die wir jetzt hier haben. Und wir sehen da oben auch noch etwas unter der Charakteranzeige, die einerseits auch so eine Leiste da hat, die ich euch auch bald noch erklären werde. Wir haben es ja sowieso schon gesehen. Und da unten halt dieses Zeichen. Das zeigt an, ja, das ist einfach nur die Belohnung, die wir kriegen. Okay, dann können wir einfach nur das kaputt machen. Ich glaube, das zählt, glaube ich, wie oft wir getroffen wurden oder so. Ziel und Feuer. Okay, das kann man kaum lesen. Das muss sein, dass wir einfach nur vier Feuer müssen und dann kriegen wir eben diese Goldabzeichen. Dafür kriegen wir noch ein bisschen Geld. Auch eine schicke Sache. Auch wenn es ein bisschen laut ist. Aber ich möchte möglichst auch nicht die Musik komplett ausschalten. Weil das ist eben das Problem. Man kann sie nicht leiser stellen. Sonst würde ich das machen. Ich hoffe natürlich, dass wir auch keine Probleme von YouTube-Seiten auskriegen. Auch das hier ist ein schicker Teil aus dem Film. Geht so schön und steht, was wir schieben können, genau. Ah ne, das müssen wir mit anderen Charakteren schieben. Müssen wir schön, dass sie kaputt machen. Weil entsteht ja gerne mal eine Treppe draus, aber anscheinend hier nicht. Okay, da ist was mit der Macht, das können wir nicht aktivieren. Geh jetzt mal hier weiter. Ah, die anderen E-Box-Da können wir anscheinend irgendwie nehmen. Kommandanten wie Wicket können Gruppen von E-Box befehligen. Okay, auch so ein kleines Element aus Lego Star Wars 3 The Clone Wars. Die Frage ist, folgen sie mir auch, wenn ich da durchgehe? Ja, dauert nur ein bisschen. Bis alle auch wirklich da sind. Wenn sie nicht zu blöd dazu sind. Geh ran da. Okay, einer fehlt noch, komm. Genau. Auch ein Element, so wie sie aus dem Film. Was eigentlich auch in Lego Star Wars die komplette Saga nie vorkam. Aber hier haben sie es jetzt mit eingebracht. So kannst du nämlich auch ein Spiel anfangen. Und einer auch einen wirklich sehr, sehr guten Anfang machen. Zack, jetzt können wir da mich runter. Hinein können wir nicht. Und da ist ja L2 dazwischen, sich jetzt erst. Und ich glaube, ich hätte da weitergehen müssen. Aber mein Gehirn ist eben gerade wieder aus. Wie man gerade sieht. Aber auch an der Stelle stöpfe ich jetzt ein bisschen die Kamera. Oder wie kriege ich das jetzt da kaputt? Vielleicht hilft mir dieser Bau. Okay, das hilft mir erstmal für das Minikit. Warte mal, ich glaube, ich weiß, wie ich das machen muss. Okay, ich weiß es doch nicht. Okay, das hat mir jetzt nichts gebracht. Toll. Dann baue ich erstmal das da auf. Vielleicht hilft mir das ein bisschen mehr. Ja, nein! Verdammt, sowas nervt mich immer bei so Spielen, wenn er einfach irgendwo anders hin switcht. Okay, erstmal den Baum hier weghauen und dann kriegen wir auch R2.
Aber wie gesagt, ich werde das Video nicht zwischendurch anhalten, sondern ich werde einfach am Ende, wenn wir dann durch sind, einfach switchen. Beziehungsweise einfach entsprechende Stops automatisch einbauen. So, wann kommen die anderen jetzt endlich mal hoch? Ist das blöd dazu? Ja, sind sie. Ich muss ja erstmal eine Treppe aufbauen, dass wir da hochkommen. Das ist noch wieder eine Sache der Nachteile. So, wie komme ich da jetzt hoch? Ja, so. Mit Teamwork. Ich sage aber auch schon unser zweites Minikit von 10. Also die Frage ist, wie kommen wir jetzt weiter? Können wir vielleicht noch etwas Drittes aufbauen? Ja, können wir. Noch so eine Plattform. Warte mal, da steht was. Oh, ich wollte den Tipp lesen, verdammt. Ich möchte den Tipp lesen. Sieht der Tipp auch so an? Achso, ich weiß, was das heißt. Das heißt, R2 da haben muss. Wo ist R2 jetzt eigentlich? Wo ist denn unsere R2-Einheit? Da hinten. Hab ich den gerade eben nicht gesehen. Achso, jetzt weiß ich wieder, was ist das? Das ist dieses Minispielchen hier. Da kann ich mich auch erinnern. Vielleicht hätte ich das auch ein bisschen klüger machen können. Aber wie viel kommt denn noch jetzt hier? Reicht. Ich hoffe, das bleibt an. Das geht natürlich auch wieder. Falls kann ich sie damit killen? Ja, kann ich. Okay, die anderen spielen das hier nicht. So, jetzt ist der zu dem, was der Balken da oben zu bedeuten hat, dieser weiße da. Dann habe ich hier keine Maus. Wenn wir eine bestimmte Anzahl an Geld sammeln, wenn wir Gegner besiegen, dann erhöht sich die Leistung und wir bekommen dafür mehr Geld. Ist das nicht geil? Okay, daraus können wir was Neues bauen, das habe ich so schon gesehen. Aber diesmal nur eine Sache. Ein Republikzeichen. Wenn du einen Blaster steuerst, kannst du Greifhaken benutzen. Achso, ja klar. Was brauchen wir hier? Hier brauchen wir einen Seelurch. So habe ich, glaube ich, damals benannt. So, überall Gleiter immer wieder vorbei. Die können wir uns abseilen. Also, nein, wir können uns auf die Läufer aufseilen. Okay, muss ich, glaube ich, im richtigen Moment drücken. Und zwar, wenn der im blauen Bereich ist. Und jetzt können wir einen AT-ST steuern. Nice. Gibt es auch schon einen Speicherpunkt, das ist in dem Spiel ja ebenfalls neu gewesen. In den Leveln Speicherpunkte, dass wir so gesehen, wenn das Spiel abstürzt, nicht alles wieder verlieren, sondern wir an der Stelle weitermachen können. Das Problem ist, ich glaube, die gelten aber erst, wenn man das Spiel beendet. Aber das weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß auf jeden Fall, damals waren sie sehr, sehr nützlich. Als ich damals noch mit meinem alten Laptop gespielt habe, der das nicht ausgehalten hat, dieses Spiel. Und hier ist bestimmt auch das eine oder andere Medi-Kit. Nein, Minikit heißt es. Du sollst auf dieses Ding da schießen. Warte mal, man kann doch irgendwie zielen. Da. Genau, da sollst du aufschießen. Da kommt sogar noch ein zweiter. Lass es sich einfach mal so mitschleifen. Ich weiß gar nicht, ob man das auch aus dem Film hat oder ob das ein Lego-Gag ist. Wahrscheinlich eher ein Lego-Gag. Wenn ihr übrigens meine Taktik wissen wollt, ich schieße einfach wild rum. Irgendwas klappt, irgendwie klappt das schon. Oh, was kann ich denn auch irgendwie abschießen? Ja. Kurz überlegen, ob ich was von Mandalorian erzählen soll, ich lasse es lieber wegen Spoiler. Disney Plus ist ja mittlerweile auch verfügbar. Ob ich gar nicht weiß, wann ich genau die Folge, ob ich die Folge jetzt schon veröffentliche. Ich wollte sie eigentlich erst veröffentlichen, wenn das andere Play durch ist. Also das Lego ist, nein, wenn das Star Wars The Old Republic Let's Play durch ist. Vom Krieger. Ah, stimmt, ich kann mich auch noch dran erinnern. Hier gab es, glaube ich, zwei Möglichkeiten, wie man da reinguckt. Entweder man verkleidet sich als Truppler, oder man macht irgendwas anderes. Das kann ich mich auch noch dran erinnern. Und dieses Visieren, Anvisieren, das stört mich total. Ich bin fast tot. Das ist ja auch noch eine. Wenn man übrigens stirbt, dann spawnt man direkt wieder und verliert nur ein bisschen Geld. Also in Lego-Spielen ist es ja grundsätzlich schlimm, wenn man stirbt. Wenn man das mal der andere fail. Kannst du mir bitte nicht im Weg stehen? Der kann der Typ bitte aus dem Weg rausgehen? Der nervt mich da. Kannst du bitte aus dem Weg rausgehen, du Trottel? Du nervst mich total. Das trifft das scheiß Kanonending. Ich hätte auch einfach mal die Kiste anvisieren sollen, ne? Oh. Sparker kommt auch hinterher. Die Sturmtruppen werden natürlich selbstverständlich überrollt. Die Folge Lego Star Wars ist erwachen der Macht ist damit leider vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst.
Wenn du oben rechts klickst, kommst du zur Playlist, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und natürlich würde es mich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dafür kannst du in die Mitte klicken. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch eine schöne Zeit und möge die Macht mit dir sein.